Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen bei Agentinnen.net. Heute ist jemand ganz Spezielles bei mir als Gast da, und zwar der Buchautor Paul Kienle. Er hat das Buch «Der Universalidiot» herausgebracht und ich lese euch jetzt kurz Storyboard. Der Universalidiot. Die Midlife Crisis hat den Journalisten Marco Müller gepackt, als ihn der Anruf eines früheren Freundes aus seinem Alltagstrott reißt. Marco begibt sich auf eine Reise, zuerst in die Schweizer Berge und dann quer durch den Westen der USA. Von Los Angeles über San Francisco bis in die Rocky Mountains, auf der Suche nach der Liebe seines Lebens, einem Freund in Gefahr und auch nach sich selbst. On the road, begleitet von Musik, Flashbacks und Erinnerungen, wird Marco etwas finden. Die Frage ist nur, wird es ihm gefallen? Erzähl mal ein bisschen von dir, was hast du so gemacht in deinem Leben bis jetzt? Ja, vieles, vieles. Ich bin sehr viel gereist früher, durch Asien, durch alle die Länder. Bin dann in die Schweiz zurück, habe als Übersetzer geschafft, als Böstler, als Alphirt. Habe ursprünglich das Gymnasium gemacht, bin dann auch den Ringe-Journalisten schon gemacht. Habe dann lange als Journalist geschafft und bin dann ein Jahr auf New York und dann wieder zurück in die Schweiz und dann 5 Jahre auf Los Angeles und habe dort im Gegensatz zum Tom Kummer echte Interviews gemacht mit Hollywood-Stars und dann habe ich den Roman geschrieben, einfach gesagt. Was hat dich dazu bewegt, ein Buch zu schreiben? Ja, es ist eben lustig, wenn man als Journalist schafft, sollte man sich an die Fakten halten, also an die sogenannten Worte. Bei einem Roman kann man einfach vor sich hin fabulieren und das ist irgendwie noch spannend. Und irgendwo hat es auch etwas Therapeutisches, das Schreiben. Ich kann auch viel verarbeiten, weil es hat auch autobiografische Elemente, obwohl der Held von dem Buch bin ich nicht ich, das ist der Marco Müller. Aber gewisse Sachen, die er erlebt, habe ich auch erlebt in meinem Leben, oder so ähnlich zumindest. Ja. Wie lange hast du gehabt, um das Buch zu schreiben? Ja, ich habe das über längere Zeiträume immer wieder geschrieben und dann wieder auf die Seite gelegt und wieder liegen und dann wieder korrigiert. Und dann irgendwie habe ich es mal einfach gefunden, ich lasse jetzt bleiben. Und dann habe ich es aber wieder verlesen. Und das Komische ist, ich habe es gelesen, wie wenn es ein fremdes Buch wäre. Ich habe vergessen, dass ich es selber geschrieben habe und habe gedacht, hey, das ist echt nicht einmal so schlecht, das ist echt noch gut. Also habe ich ja geschrieben, ist mir dann Sinn gekommen. Und dann habe ich gefunden, jetzt führe ich das zu Ende und habe es zu Ende geschrieben. Dann. Und lustigerweise habe ich etwa ein Drittel habe ich auf der Zugreise nach Berlin und Hamburg im Zug geschrieben, weil ich fahre sehr gerne Zug und habe dann einfach das im ein Drittel habe ich auf einem Friedhof geschrieben, der Nähe, wo ich wohne, und ein Drittel in einem Kaffee, weil ich bin nicht so gerne einsam da in meiner Klause, sondern ich bin lieber unter Menschen und habe es so geschrieben. Dann, ja. Wenn ich daraus herausgehöre, haben dich verschiedene Orte auch inspiriert. Was war das Eindrücklichste gewesen? Also man kann keine Hitparade machen, aber also die 5 Jahre in Los Angeles waren sehr spannend gewesen, durch alle die Begegnungen mit der ganzen Welt von Hollywood, mit all diesen Schauspielern und das Lustige an diesen Schauspielern, als ich das erste Mal einen Eindruck führte, ausgerechnet mit dem Michelle Pfeiffer, den ich extrem bewundert habe von weitem, ist schon lustig gewesen, wenn die plötzlich wie du jetzt da so dreidimensional neben einem sitzt und plötzlich ist die wirklich da und ich dachte, das ist wirklich die und am Anfang war es noch verblüffend gewesen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, je normaler du mit denen schwätzt, je weniger Theater du darum machst, umso besser wird das Interview. Und was mir auch aufgefallen ist, viele von denen, wirklich, ich habe mit ganz vielen grossen Stars Interviews gemacht, viele von denen sind eigentlich im persönlichen Gespräch viel weniger eingebildet, haben viel weniger Starallüren als viele 0815 Schauspielerinnen oder Schauspieler hier in der Schweiz, oder, die niemand kennt, die sich aber aufführen, wie wenn sie Weltstars wären. Das ist mir vor allem geblieben bei diesen Begegnungen. Es gibt ja Leute, die sagen wir, die sind weltberühmt, zum Beispiel in Basel, aber sonst nie. Oder? Das ist so. Ja, sehr schön gesagt. Kannst du kurz erzählen, um was es bei deinem Buch geht? Eben, also es ist im Prinzip die Geschichte von Marco Müller, so ein bisschen so in eine Krise kommt, wie ja viele, wobei im Midlife-Crisis, das ist inzwischen ausgelutschtes Wort, aber einfach, er ist in einer Krise und dann bekommt er irgendeinen Brief
von einem uralten Freund von ihm, der ihm erzählt, dass er auf der Flucht in Amerika, weil er einen Polizist verschossen hat. Und schlussendlich, der alte Freund ist ausgerechnet der, der mit Markus, seiner Freundin, damals auf Amerika abgegangen ist. Also, sie hat ihn für den Ernst Kümmerli, heisst er, verloren. Und dann reist er zuerst in der Schweiz umeinander und überlegt, was er machen soll. Geht in die Berge, geht wandern, schaut sich ein bisschen auf sein Leben zurück und dann geht er von Amerika und sucht dann seine Ex-Freundin. Ich will euch nicht verraten, wie es endet, aber es gibt eine riesige Show. Es ist im Prinzip eine Mischung, das Buch, zwischen Liebesgeschichte, Krimi und Roadmovie. Also er reist sehr viel und auf dieser Reise schaut er wie auf sein Leben zurück. Oder? Und es kommt dann zu einem ganz dramatischen Showdown in den Rocky Mountains. Mehr will ich nicht verraten, da taucht unter anderem ein Grizzlybär auf, aber die Details sollten die Leute selber herausfinden. Und als du das Buch fertig geschrieben hast, also ist für dich schon klar gewesen, dass du nicht veröffentlichen oder wie genau bist du zum Verlag gekommen? Ja, das ist noch schwierig, so überhaupt einen Verlag zu finden, oder? Ich habe es dann an mehrere Verlage geschickt und so nette Briefe zurückbekommen vom Diogens Verlag. Zum Beispiel sehr ermunternd. Ich hoffe, die haben das ehrlich gemeint, dass es sehr gut geschrieben ist, aber bla bla bla, sie haben im Moment keinen Platz und so weiter. Also man kann es dann an x Verlag geschickt und hat dann an der Buchmesse in Genf den Verleger Ronny Spiegelberg kennengelernt und der hat das dann in seinen Verlag übernommen. Und das Buch ist jetzt auch im Fachhandel erhältlich? Ja, also das kannst du überall bestellen. Oder Füssli in Zürich, Thalia in Bern und Basel. Kannst du aber auch direkt beim Verlag beziehen oder via Internet auf Amazon gibt es überall. Also. Hast du auch eine Homepage? Oder wie Nein, eigentlich habe ich nicht. Ich bin einfach auf Facebook. Wenn man mich googelt, dann findet man alles Zeugs über mich. So, Paul Kienle. Und was ist der Preis vom Buch? Der Preis ist 15 bis 20 Franken, je nachdem wo. Weil es gibt ja keine Preisbindung in der Schweiz. Also kann jeder Buchhandel selber Preise bestimmen. Aber wenn man es jetzt beim Verlag selber direkt bestellt, kostet es noch 15 Franken. Sind ihr mit diesem Buch in diesem Fall auch schon an Messeständen gewesen? Also an Buchmesse. Also an der Leipziger Buchmesse war der Verlag. Das ist, glaube ich, alles, was ich weiss, so jetzt konkret. Also, ja. Und wie war das Echo auf das gewesen? Oder die Reaktionen der Leute? Hast du da schon was gehört? Ja, es ist natürlich schwierig. Es ist relativ neu rausgekommen. Zum Beispiel die Basenzeitung hat sehr eine erstaunlich positive Rezension geschrieben. Also zum Beispiel, ich kenne also die nicht. Also, das ist nicht jemand, den ich kenne. Die hat geschrieben, der Leser wird in einer rasanten Fahrt durch den Roman getragen und so weiter. Also sehr positiv. Aber es ist extrem schwierig als unbekannter Schriftsteller, weil ich habe zu meinem Erschrecken festgestellt, als ich in die Buchhandlung gegangen bin, dass ich nicht der Einzige bin, der Bücher schreibt. Also es hat in dieser Buchhandlung noch etwa 1000 andere. Und es ist eben schwierig, sich gegen... Ich meine, heute, wenn du Erfolg bist, solltest du zum Beispiel eine schottische Hausfrau sein, die über Sadomasochismus schreibst. Dann bekommst du 30 Millionen Bücher verkaufen. Habe ich nicht geschrieben, darum ist es relativ schwierig. Also, ja. Also auch wenn ich daraus herausgehöre, dein Ziel ist auch nicht, du verfolgst nicht einen bestimmten Erfolg, sondern du hast es wirklich aus Passion auch gemacht. Genau. Also als ich sonst geschrieben habe, habe ich gar nicht gewusst, ob das überhaupt jemals rauskommt. Es war einfach schön, gewesen, der Prozess des Schreiben. Und es ist vor allem noch witzig, wenn man lange Journalist war, wenn man mal einfach fabulieren, Sachen erfinden. Es hat auch viele wahre Sachen drin, die mir wirklich genau so passiert sind. Oder? Ich weiß, jetzt soll ich ein Beispiel sagen. Also ich bin, und das ist das Verrückte, ist ja, die wahre Geschichte im Leben glaubt einem niemand. Die Erfundenen glauben die Leute komischerweise. Und ich bin damals in den 70er Jahren in Bagdad als israelischer Spion verhaftet worden. Oder? Das ist so absolut absurd und grotesk, dass einem das niemand glaubt. Und ich beschreibe dann das alles im Buch, also was da passiert ist. Und ein anderer eine lustige Begegnung. Ich weiß nicht, ob der heute noch jemand kennt. Timothy Leary, das war so der LSD-Guru. Da habe ich mal in Los Angeles mitten in der Nacht in so einem Laden getroffen. Wir haben ein total witziges. Das habe ich auch im Buch übernommen, zum Beispiel. So. Also es hat ein paar Sachen, die mir selber passiert sind, wo aber natürlich jetzt vieles ist erfunden. Was mich wundern nimmt, jetzt nach dem ersten Buch, das du geschrieben hast, planst du noch weitere? Oder ist der Gedanke mal durch den Kopf, um eventuell nochmal ein Buch zu schreiben? Also ich schreibe jetzt noch einen zweiten und sogar einen dritten. Aber irgendwie weiss ich zwar das Ende, aber den Anfang weiss ich noch nicht. Aber es ist noch ein spannender Prozess. Irgendwie. Das Lustige ist aber, ich bin nicht einer, der vorher eine genaue Storyline festlegt. Und es gibt so die ersten Kapitel und so weiter, die genau alles ausrechnen. Ich tue mich gerne selber
selber überrascht. Ich finde das noch witzig. Also wenn ich ein Buch lesen würde, schreibe ich das Buch und staune manchmal selber, wo das überall hingeht. Oder? Also jetzt habe ich zum Beispiel geplant, ein Buch, ich will nicht viel, das spielt an der Art in Basel, also an der Kunstmesse, wo ein grauenhafter Mord passiert. Aber mehr will ich noch nicht verraten dazu. Also. Was würdest du einem ganz jungen Buchautor als Tipp geben, wenn er sich jetzt vornimmt, zum, ja, ich habe jetzt die und die Geschichte und das möchte ich jetzt so auf Papier bringen. Ja. Was würdest du ihm da so von deiner Erfahrung her als Tipp geben oder als Wegweiser? Also meine, ich bin überhaupt nicht, das ist auch mein erstes Buch, das raus, ich habe schon andere geschrieben, das erste, das ein Verlag gefunden hat, aber ich bin nicht einer, der gross Tipps geben kann. Also ich, das Wichtigste finde ich, wenn jemand wirklich will, schreiben, dann soll er schreiben. Aber nicht mit dem Gedanken, berühmt zu werden, das ist absurd. Und reich zu werden sowieso nicht. Oder das ist sehr selten, dass du mit einem Buch viel Geld verdienst. Aber wie gesagt, also du schreibst über Sadomaso Sex und das heißt 50 Shades of Grey oder was auch immer. Oder, also, oder du bist wirklich unglaublich berühmt und dann ist es etwas anderes. Oder? Ja, viele. Irritierend, ich sehe deine Augen. Aber es ist noch lustig, es ist, hat das mit Audrey Hepburn zu tun? Also. Ja, die Idee natürlich von unserem Online-Magazin ist schon die Verkörperung auch von der Filmlegende Audrey Hepburn. Das ist unser Markenzeichen, weil wir wollen uns auch von anderen Mediums abheben. Und darum wollen wir auch ein bisschen mysteriös bleiben. Ich gehe auf eine Mission. Ja, lustig für mich ist jetzt, dass jetzt eigentlich die Rolle von Tusch sind, weil normalerweise habe ich immer Fragen gestellt und ich eigentlich Antworten zu geben, fällt mir schwieriger als Fragen zu stellen. Also, es ist echt noch lustig, mal in einer anderen Position zu sein. Finde ich noch spannend auf eine Art. Also, mhm. Ja. Du hast jetzt schon mehrere Interviews gehabt bezüglich dem Buch? Ja, also, ja, teilweise für Zeitungen und auch für Lokalfernsehen oder so. Also, aber das sind auch so kurze. Weiss ich, heute hat man 8 Minuten, ist schon viel im Fernsehen, wenn man 8 Minuten sprechen darf. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und uns über dein Buch erzählt hast. Und eben, wenn ihr es kaufen wollt, ich zeige es nochmal, Der Universalidiot von Paul Kienle.